Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, falls ihr eingeschaltet habt und das auf eigenem Willen basiert. Wir haben in der letzten Folge den dritten Zyklus abgeschlossen, sind jetzt also in Zyklus 4 und haben das erste Fragment, ja, hier dieses Bronzesiegel, haben wir freigeschaltet bzw. geöffnet. Ich persönlich weiß jetzt halt nicht, warum das wieder da ist. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, warum. Aber ist auch nicht schlimm. Wir müssen jetzt sehen, dass wir zuerst mal in die schwelende Stadt gehen und unsere Sachen einlösen. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Wir haben noch einige Taten offen. Hier, was kriegen wir da? Dekoration für zu Hause. Sehr schön. Und dann gibt es Erfahrungen. Erfahrungen, Erfahrung, 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 Erfahrung. Auch nicht schlecht. So. Das ist schön. Dann haben wir die Upgrades. Das Wichtigste überhaupt. Da können wir jetzt mal gucken. Es ist sehr laut für mich. Machen wir mal ein bisschen leiser hier. Können wir mal gucken. Also hier haben wir schon einige Upgrades gekauft natürlich. Das Kloster der Wachsamen. Haben wir einen Verladungsbonus auf Kohle und einen Verladungsbonus auf Öl. Und der Brennstoffverbrauch ist geringer. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Wir müssen hier unten mal weg. Doppelter Ertrag, 1%. Verladungsbonus, du hättest Kräutersammellager. Kräuter waren Beeren. Gemüse. Ich krieg das niemals zusammen. Ach Gott. Finde ich nicht schlecht, tatsächlich, weil wir dann, wie gesagt, einen Bauplan mehr haben, um den wir uns nicht kümmern müssen, eventuell, wenn wir es denn dann auswählen. Finde ich auf jeden Fall okay. Dann haben wir hier Händler. Niedrigere Preise. Du erhältst einen permanenten Rabatt von 10% auf alle Vorteile und Entwürfe. Und eine schnellere Ankunftsgeschwindigkeit von Händlern ist natürlich auch nicht verkehrt. Natürlich Obsidianstufe 7. 10% mehr Zitadellenressourcen, wenn du eine Siedlung abschließt. Ist das... Ja. Das haben wir ja letztlich freigeschaltet. Ne? Aber dass ich das jetzt noch kaufen muss, das hat mir keiner was gesagt. Ja. Das ist alles eigentlich wünschenswert, sag ich mal so. Hier hätten wir... Schaltet den Echsen. Startfähigkeit. Was das ist, weiß ich auch nicht genau. Aber ist jetzt die Startfähigkeit der Echsen, ist das jetzt, dass wir 10 Werkzeuge bekommen? Ist auch nicht scheiße, ne? 10 Werkzeuge am Anfang kann schon einen Unterschied machen. Kannst mit Vertretern der Urdämmerung in der schwelenden Stadt Handelswege begründen. Also, was ist das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch dauerhaft +1 auf verschiedene Vorkommen und du startest hier mit zusätzlich 5 Ziegeln. Wir haben 63 Brote. Ja, schwierig. Schwierig. Hier, das könnte man natürlich auch übrigens noch machen. Haben wir alles dafür. Du erhältst dauerhaft 2% Produktionsgeschwindigkeit. Das ist natürlich nice. Verladungsbonus Bretter, Verladungsbonus Ziegel, Verladungsbonus Stoff. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt tatsächlich. Ah.
Aber es ist alles nicht so einfach. 30. Also was anderes können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Dann, wenn ich 30 nehme und noch 33, da könnte ich mir aber auch nichts anderes mehr leisten. Ich würde sagen, wir nehmen das tatsächlich. Produktionsgeschwindigkeit ist nice. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich mach das. Weil wir können uns dann auch auswählen, hier Stoff zum Beispiel, da haben wir immer am Anfang Probleme, Bretter sowieso. Ja, können wir uns dann immer aussuchen, das ist ja nicht schlecht. Gucken wir uns gerade nochmal zu Hause um. Wo ist denn das, was wir gerade bekommen haben? Keine Ahnung. Ah. Na, sieh mal einer an. Du hast es wirklich vollbracht. Großartig. Das war gewiss keine einfache Aufgabe. Ich will dir nicht den Tag verderben, aber du solltest wissen, dass deine Reise damit noch nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, sie hat gerade erst begonnen. Goldsiegel, ja, das ist unser großes Ziel, ne? Das großartige Goldsiegel. Sieht man das hier eigentlich schon? Nee, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, was ist das hier eigentlich? Da sind wir immer noch nicht. Okay, gut. Dann geht es jetzt darum, wieder mal auszubrechen aus der schwelenden Stadt. Nach rechts, nach links, nach Nord, nach Süd. Was machen wir? Wohin gehen wir? Wir müssen ja in diese Richtung, zu diesen Blauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, hier lang zu gehen, weil hier so ein Fragezeichen ist. Und Punkte von Interesse sind immer gut, weil man da eventuell diesen Zusatz kriegt, womit man weiter reisen kann. Wir können ja jetzt, der Zyklus ist ja jetzt 8 Jahre länger, das heißt, wir werden natürlich sowieso ohnehin schon weiter reisen können, weil wir einfach mehr Siedlungen machen können. Aber trotzdem sollte man diese Fragezeichen nicht missachten. Wenn ich jetzt hier in die Richtung gehe, kommen wir an keinem direkt vorbei. Da müsste man dann quasi so gehen. Geht natürlich auch. Aber das können wir hier theoretisch auch. Wir könnten mal 2 Fragezeichen mitnehmen. Letztlich ist das hier auch egal. Das ist alles dasselbe. Also wir werden nicht in den scharlachroten Obstgarten gehen. Wir werden nicht in die Sümpfe gehen. Und wir werden auch nicht, was gab's noch? Hier, in den Korallenwald gehen. Weil wir in die Königswälder reisen werden. Die Frage ist nach rechts oder nach links. Ich würde sagen, wir machen das. Guckt euch das an. Hier ist jetzt einfach mal viel mehr. Und wir nehmen natürlich die Biber. Die Bibis. Das ist ja alles wie gehabt. Das dürfte jetzt auch kein großer Modifikator stattfinden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier vielleicht mal einen hochgehen. Auf Veteran. Kriege ich dann eigentlich auch mehr Belohnung? Kriege ich auf Veteran mehr? Ja. Das macht dann natürlich Sinn, ne? Das wäre unser erstes Spiel mit Veteran. Habe ich hier jetzt auch weniger? Kann das sein? Nee, das ist gleich. Aber wir sehen, ne? Veteran, da haben wir hier einen Malus mehr, einen Benefit weniger. Das ist natürlich schon mal hart. Und was ist denn noch anders? Negative Effekte, positive Effektreichweite. Sehr vorteilhaft, verheerend. Was ist denn die Effektreichweite? Feindseligkeitsmultiplikator mal 2. Maximale Feindseligkeit 16. Verstehe ich nicht. Warte mal, was ist denn da bei Pionier? Maxi ist 9, 1,5. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal ein Spiel auf Veteran. Wir werden ja sehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob bei Veteran
Ist da schon die Bekämpfung dann notwendig, wenn wir Wasser benutzen? We will see, we will see. Ich dachte, ich hätte mehr Punkte hier, ehrlich gesagt. Aber es war nur ein Bonus, glaube ich, von letztem Mal, ne? Also wir nehmen auf jeden Fall natürlich die Leute. Und, boah, Stoff 4, Alter. Stoff einfach richtig teuer, oder was? Soll ich jetzt Essen mitnehmen oder soll ich einfach Bretter mitnehmen? Oder sogar Stein? Warte mal, natürliche Ressourcen, da ist Lehm, ne, in den Dingern. Aber ich vergesse immer wieder, ob da... Ich vergesse immer wieder, ob es da in den königlichen Wäldern, in den Königswäldern, Minen gibt. Woran sehe ich das? Hier ist Kupfer, ne? Angezeigt. Hier ist auch Kupfer angezeigt. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier Minen gibt, tatsächlich. So cool sind die gar nicht, diese Wälder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt durch die Fällung von den Bäumen nichts. Das ist schon ein bisschen nervig, auf jeden Fall. Dann nehme ich tatsächlich Stein und einmal Essen mit. Weil da Fleisch vielleicht falsch ist. Vielleicht sollte ich Gemüse mitnehmen. Oder Eier. Eier sind auch oft als Event-Ding. Das würde ich vielleicht so machen. Veteran. Leute, unser erstes Veteranspiel. Wir machen das, wir machen das. Muss ja mal vorwärts gehen hier. Oh, wow, 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 wow. Also, ich verstehe nicht, warum es jetzt hier 5 negative sind, weil eben hieß es 4. Ach, ich glaube, das hier ist keiner, ne? Kein richtiger. Grundstein zurücksetzen, oh, toll. Okay, Bäume ergeben mehr Holz, alles klar. Das kennen wir ja alles schon. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Wir haben 7 Biber, wir haben 3 Harpien, wir haben hier Wurzeln, wir haben hier Flachs. Wir haben sonst nichts. Gut. Hier haben wir natürlich unsere normalen Baupläne. Das Kräutersammellager hatte ich nicht ausgewählt eben, ne? Ich muss das immer nur noch mal rekapitulieren. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn hier gemacht? Das ist ja Bullshit. Da kommt der Holzfäller hin und nicht der Steinknopper. So, sehr, sehr viele kleine Lichtungen tatsächlich hier direkt erstmal. Finde ich ja nicht verkehrt, finde ich gut. Ist okay. Kann ich mit arbeiten. So, dann das Flachsgedöns werden wir natürlich auch abbauen. Und die Wurzeln werden wir auch abbauen. So, und dann brauchen wir natürlich wie immer auch die primitive Werkbank, um uns weiter zu entwickeln. Und dann haben wir Baupläne. Was haben wir denn? Also, wir hätten den Tischler oder aber direkt die Schmiede. Schwierig. Mäntel auch nicht schlecht. Plantage sowieso ganz geil. Boah, das ist echt schwer. Das ist alles gut. Ist alles gut. Ich warte einfach noch mal gerade ab. Was ist das denn hier? Aha. Erwartete Feuerstellen
Verderbnisrate. LMT, um die Passwörter zu gehen. Halte Shift und LMT, um die Maschine zu stoppen. LMT ist doch die linke Maustaste, oder? Um zu restvollen Posten. Ach so, um den zu bauen. Okay, ich dachte jetzt, das hier ist das, ne? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Verderbnis pro Minute. Die Verderbnis schwächt die schützende Kraft der heiligen Flamme und schwaches Flüstern aus dem Jenseits wird zu furchterregenden Schreien. Tötet 3 zufällige Dorfbewohner. Also wenn der Balken hier voll ist. Hier arbeitet derzeit eine Harpie. Die globale Tragekapazität wird erhöht um 5. Beim Biber wird der Brennstoffverbrauch geringer gehalten, ne? Was ich jetzt hier tatsächlich nicht unbedingt brauche, weil wir hier wahrscheinlich genug Holz haben werden. Tragekapazität. Ich muss gerade nochmal abwägen. Tragekapazität. Dadurch geht natürlich einiges schneller. Ich lasse das mal. Wir probieren das mal aus. Hier verbiete ich auf jeden Fall mal direkt Öl und das Zeug hier. So. Wieso ist der schon auf Stufe 1 eigentlich? Startet man nicht bei 0? Okay, gucken wir uns erstmal einen Grundstein an. Das hier kommt schwer darauf an, ob ich jetzt Echsen kriege oder Menschen als dritte Spezies. Ich glaube, das hier finde ich ganz gut. Tja, habe ich mich jetzt entschieden, was wir hier nehmen? Boah, das ist echt schwierig. Ich muss gerade überlegen, also es gibt hier keine Kupferminen. Das heißt, wir bräuchten safe den Waldarbeiter. Boah, ist das schwierig, ey. Aber ich tendiere eher zum Tischler als zur Schmiede. Begründung, so extrem viele Rohre braucht man nicht. Die können wir auch einfach in der scheiß billigen Werkstatt da machen. Wohingegen wir natürlich sehr, sehr viele Bretter brauchen werden. Und da ist der Tischler dann natürlich doch besser für uns. Jetzt besteht der Kampf in meinem Kopf noch zwischen Tischler und Plantage. Wir brauchen definitiv die Plantage, zumindest aber auch die kleinen Farmen. Plantage wäre aber auch sehr, sehr wichtig. Beeren immer sehr, sehr gut. Aber ich nehme jetzt den Tischler. Wir nehmen jetzt den Tischler. Da ist die Plantage schon wieder. Da ist die Plantage schon wieder. Da ist die Plantage schon wieder. Dann wähle ich die jetzt. Also zumindest in dem, was jetzt hier zur Auswahl steht, finde ich die Plantage am besten. Und hier.
Hier. Ist es, glaube ich, tatsächlich auch die Bäckerei? Warte mal, was ist das hier nochmal? Kristallisierter Tau mache ich hier mit Kräutern, Steinen und Sturmwasser. Das ist schon teuer, ne? Und es ist nur eine. Ne, da hoffe ich eher auf die, die Waldarbeiterhütte, glaube ich. Ach Gott, ein Beber oder? Ne, ich nehme das. Ich nehme das. Okay, ist doch ganz gut ausgegangen, würde ich jetzt mal sagen. Dann können wir nämlich direkt auch den Tischler bauen. Weil der wird sowieso wichtig werden. Das heißt hier, das machen wir. Wir brauchen. Was braucht der? Zwei Stoff, fünf Bretter. Das heißt, wir machen jetzt erstmal nur Stoff und Bretter. Einer rein. Hier muss auch noch einer rein. Ich kann sowieso gerade nichts machen hier. Wo habe ich sechs Bretter her? Aber eh kein Stoff. Der muss erstmal produziert werden. Okay, die Aufgaben kommen. Drei Lichtungen. Gibt fünf Tragekapazität. Das war das, was wir eben letztlich hatten. Das habe ich auch nicht ausgewählt, oder? Doch, habe ich. Da ist die Waldarbeiterhütte. Da haben wir doch sowieso schon. Und sechs Biber. Ah ne, sechs Biber haben. Haben wir schon. Aber direkt die Waldarbeiterhütte. Sehr gut. Muss gehalten werden. Alles klar. Dann löse zwei Lichtungsereignisse. Drei Leute, sechs Haken, zehn Bretter. Zwei Leute, zwei Essenzen. Haben wir Essenzen jetzt als Grundstock? Ja, fünf. Also bis jetzt bin ich mit diesen fünf immer relativ gut ausgekommen. Was ist denn das hier? Das sind Handelswege auch wieder. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Mit sieben. Ah ne, sieben Bernstein soll man haben. Waren von mindestens an Händlern. Ach so, ne, okay. Das ist nur Verkauf von Waren. Aber ich finde das hier. Also das ist definitiv. Ja, wir nehmen das. Dann zwei Lichtungen entdecken, zerstöre ein Gebäude oder ausschlachten. Das werden wir auch sowieso machen. Gibt's plus eins auf Lehm. Die Biber entschlossen halt auf 18. Gibt zwei Biber und drei Teile. Bis jetzt haben wir noch kein Teile, ne? Das ist schwierig. Das hier werden wir schneller haben. Mama. Heißt das hier, wenn das jetzt dann auf 100 ist, sterben drei Dorfbewohner oder was heißt das? Ja, ne? Denke ich mal. Okay, das hier haben wir. Haben wir die Waldarbeiterhütte nämlich. Sehr gut. Das heißt, unsere Schmiede, beziehungsweise unser Tischler ist nicht umsonst. Der kann dann auch demnächst direkt loslegen. Und der nächste kommt auch schon angerollt. Nächste Bauplan. Also ich würde hier am ehesten die Küpferei nehmen wegen den Mänteln.
Allerdings könnte man noch einmal zurücksetzen, weil es jetzt nicht so geil ist. Also die Küpferei ist okay, aber auch nicht sehr, sehr geil. Oder? Ja, hier schwankt's jetzt. Hier schwankt's jetzt arg. Also die Trinkschläuche brauche ich theoretisch nicht mehr, weil wir haben ja... Haben wir? Nee, irgendwas hatte ich gerade mir falsch... Hatte ich falsch in Erinnerung. Hat mir nicht irgendwas, was besser machen kann? Nee, das habe ich mich gegen entschieden, ne? Ja, dann brauchen wir die Trinkschläuche vielleicht doch. Da kommen wir auch später noch zu. Wir brauchen definitiv Mehl. Und die Regenmühle ist das Beste für Mehl. Und manchmal, wobei wir es nicht mehr brauchen, weil wir Keks schon haben. Ah, schwierig. Schwierig. Das hier ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Weil es gibt definitiv Beeren... Und Kräuter, nee, Kräuter nicht, aber Beeren und Pilze, ja. Wahrscheinlich so auch große Vorkommen, ne? Andererseits haben wir die Plantage, das heißt, wir sind auf Beeren nicht angewiesen. Das fällt auch weg. Gehe ich auf Mehl oder Stoff? Und auf Trinkschläuche. Also wenn ich das hier nehme, dann muss ich definitiv auch noch Kleidung nehmen. Und am besten irgendwas Gutes mit Kleidung. Was braucht denn nochmal Trinkschläuche? Irgendwie Fleisch oder Öl vor allen Dingen. Scheiße. Leder. Ich nehme jetzt die Mühle. Wir nehmen die Mühle. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Mehl. Mehl und Kekse haben wir. Wir brauchen allerdings noch Felder. Das heißt, die Kleinfarm, die fehlt noch. Gänzlich. So, da kommen die ersten Lichtungen und da ist auch schon die erste Plantage, die da hinkommt. Wobei, kommt da noch was raus eigentlich? Hey Gott! Hier haben wir auch noch Zeug zum Holen. Brauche ich jetzt für dieses eine Nest ein Trapperlager? Wahrscheinlich nicht, vor allen Dingen, weil ich eh nicht keine Leute habe. Hier wird ja gerade nichts gebaut letztlich. Warte mal. Macht ihr noch Bretter? Ihr braucht eigentlich keine Bretter mehr machen. Das hier reicht. Aber den Stoff brauchen wir noch. Wenn du damit fertig bist, kannst du auch aufhören. Und gehst mal bauen. Trag die Sachen raus. Gut. Und dann wirst du jetzt mal bauen. Tischler. 5282. Ja, das ist schon eine deutlich bessere Rate.
Schicke ich den jetzt schon zum Bretter machen oder soll er erstmal da oben das noch bauen? Und ich habe eh keine Leute, die jetzt da reingehen können. Ach, das ist jetzt auch... Das kann nicht... Okay, das kann nicht doppelt gemacht werden. Hätte ich jetzt vermutet, ehrlich gesagt. Aber okay. Mach schon mal die Felder ready. Den Acker und dann kannst du Bretter machen. Ich hoffe, wir kriegen Menschen, ehrlich gesagt. Fände ich jetzt besser als Echsen. Wegen den Feldern. Und weil ich Echsen, da bin ich jetzt komplett raus. Eigentlich schon. Wir haben schon zu viele Entwürfe jetzt auf Getreide und so gemacht. Und Echsen, Dörrfleisch, Spieße und so weiter, ist alles, da brauchen wir die Ranch. Können hier noch Felder drunter sein? Ich weiß das immer nicht. Gehe ich nach da oder gehe ich nach hier? Ich gehe jetzt erstmal nach hier. Ich will das hier weg haben. Und dann müssen wir auch ganz dringend ist, das hier wegzukriegen. So, dann gehst du jetzt Bretter machen. Guter alter Freund. Der Sturm ist sehr. Gucken wir mal. Oh, das geht aber schon ordentlich jetzt ins Negative. Oh, ja, ja. Warum genau? Kann ich, warte mal. Okay. Ein. Ganz knapp. Hier ist wieder Flachs und eine Kiste. Haken habe ich eh keine. Ich lasse sie noch stehen. Schon 251 Holz einfach. Das geht schon relativ fix hier. Stimmt, hier gibt es Fasern im Wald. Das vergesse ich auch immer. Eigentlich könnte ich die rausnehmen hier. Und schon mal Beeren anpflanzen lassen. Vielleicht auch sinnvoller. Ich glaube, das mache ich auch mit dem zweiten Biber. Der hier rein. So, jetzt große... Bitte. Ja, es sind Menschen. Es sind die guten alten Menschen. Dann gehen die jetzt nämlich direkt mal hier rein. Und fangen an, ihr Werk zu tun. Und dann schicke ich jetzt doch eine wieder hier rein. Und einen Biber lassen wir mal als Baumeister, der jetzt erstmal gar nichts zu bauen hat. Wir haben ja einen neuen Grundstein. Und die Folge ist zu Ende, ich das wieder vergesse. Leute, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und schauen mal, wie das hier auf Veteranen so wird. Euer Brilli.